Name ist Gertrud und mein Instrument ist die Harfe. Diese Harfe hat 40 Saiten und zur besseren Orientierung sind sie bunt. Wenn ich jetzt ein Glissando spiele von der tiefsten bis zur höchsten Saite, dann klingt das schon ganz wunderbar. Wie beim Klavier spielt man die linke Hand eher bei den Basssaiten und die rechte Hand spielt die Melodie. Die Harfen gibt es in verschiedenen Größen. Einmal die keltische Harfe in der Größe ungefähr, dann die Volksharfe und dann die Konzertharfe. Die Harfe kann als Soloinstrument hauptsächlich eingesetzt werden, ist aber auch im Orchester, kann mit anderen Instrumenten zusammenspielen oder auch als Begleitung für Gesang oder in der Volksmusik. Das ideale Beginnalter ist 7 bis 8 Jahre. Natürlich können auch Erwachsene die Harfe spielen und wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch in der Musikschule oder bei mir.